Ach, irgendwie sieht es so nicht aus wie die Enterprise. Ich glaube, ich muss noch weiterbauen. Naja, ein paar Teile sind ja noch da. Und deswegen geht es hier auch direkt weiter. Wir waren auf Seite 33, haben die Befestigung für die Warp-Gondeln angebracht und bauen uns jetzt mal weiter vor. Und zwar hier auf dem Rumpf Richtung Heck, das Shuttle-Hangar und noch so ein paar Aufbauten und Seitenverkleidungen. Die stehen heute auf dem Programm. Und ja, mal schauen, wie weit wir kommen, ob es am Ende auch schon so aussieht. Na, da schau mal her, da ist das fehlende Teil, das ich ja vorhin in dem früheren Bauabschnitt kläglich vermisst habe. Wo kommt es denn dran? Naja, genau, hier an der Seite, ne, da haben wir das Gegenstück schon und hier hat es noch gefehlt, aber ist wieder aufgetaucht. Wunderbar. Tja, allerdings fehlen mir jetzt schon wieder zwei weitere Teile, beziehungsweise ich finde die einfach nicht hier in dem ganzen Wust. Und zwar wären das, ich zeige es euch mal eben, seht ihr hier das Teil, das hier vorne so abgewinkelt ist mit der einen Noppe hinten dran. Hier müsste es eigentlich hin, damit ich dann hier diese, ja, diese Slopes hier draufsetzen könnte, nämlich so, damit hier keine Lücke mehr dazwischen ist. Ja, aber ich kann sie einfach nicht finden. Ich habe hier schon zigmal alles durchgesucht. Wahrscheinlich gibt es die Teile nur zweimal. Und es ist halt wirklich viel. Also, wenn ihr das Set hier bauen wollt, es sieht richtig klasse aus, macht viel Spaß, aber ihr werdet viel, viel suchen müssen. So viel schon mal vorab. Egal, schauen wir mal rum, wie weit wir hier gekommen sind. Wir haben hier hinten die Shuttle Bay, das Shuttle Hangar schon mal dran gebaut. Das hier sind einfach so zwei Viertelkreise sozusagen, die hier zusammengesetzt wurden mit der Abdeckung drauf. Wir haben hier mit diesen ganzen Slopes die Rundung hier an den Seiten gebaut. Wir haben hier oben diese Rundung drauf gesetzt. Davon gibt es auch eine ganze Menge. Das sind diese Teile hier. Ja, die werden dann auch für die Verkleidung genutzt. Und dann wieder massig von diesen Slopes. Und von denen, ja, so ein paar Stück habe ich noch. Also ein paar Rundungen können wir noch bauen. Und da geht es auch gleich hier vorne weiter. Slopes, 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 flacher Slopes. Also alles hier schön abgerundet. Wir kommen jetzt hier an den oberen Teil. Und alles wird immer runder und immer voller und immer noch total solide. Also hier wird wirklich keine Luft umbaut. Das hier ist ein solides Teil. Das gefällt mir richtig gut. Das Ding ist schwer, es ist massiv, es ist stabil. Wunderbar. Aber jetzt muss ich doch mal schauen, dass ich hier die fehlenden Teile noch irgendwo finde, denn sonst kann ich hier nicht weitermachen. Tja, das fehlende Teil habe ich hier immer noch nicht gefunden, aber zum Glück, ihr habt es im Zeitraffer kaum erkennen können. Ich habe mich megamäßig verbaut im allerersten Video, nämlich hier hinten bei dem Heck, da hat vorne und hinten was nicht gepasst. Da habe ich hier an der Seite, wo ich jetzt hier alles so schön zugebaut habe, hier einen Spalt gehabt und nichts hat richtig zusammengepasst. Also da habe ich doch so ein paar Schritte sogar, ich habe mich sogar zwei, dreimal da verbaut. Keine Ahnung, man sollte sich eben etwas konzentrieren beim Bauen, damit dann so etwas nicht passiert. Auf jeden Fall, ich habe es jetzt ausgleichen können, jetzt passt hier alles und wir sehen, wie die Rundung hier rund geht. Ja, tolles Deutsch. Wir sehen also, wie hier diese Rundung läuft mit diesen Slopes, Slopes und Slopes einmal hier unten rum. Und somit haben wir das Heck an der Seite hier schon wunderbar verkleidet. So sieht es von hinten aus mit dem Hangar. Und so sieht es aus, bevor die Slopes dann fertig alle dran gekommen sind. Außerdem habe ich schon hier an der Seite die Verkleidung weitergebaut und die sieht richtig nett aus, finde ich. Hier, das sind ja einzelne bedruckte Fliesen, ja, mit Betonung auf bedruckt mal wieder. Und man sieht, die passen hier auch wunderbar zusammen. Wir haben so gut wie keinen Versatz. Also hier ist so ein also minimaler kleiner Versatz, aber das ist alles völlig in Ordnung. Hier geht es dann nochmal weiter. Leider sieht man, dass hier die bedruckten Seitenteile ein bisschen schief sind. Also hier der rote Streifen sieht hier nicht ganz so toll aus, aber wenn man ein bisschen weggeht, ist alles noch im Rahmen und alles 3 Millionen Mal besser, als wenn dann Sticker drauf wäre. Das gleiche gilt hier auch für die ganzen Fensterelemente. Das rote Signallicht sieht alles wirklich gut aus soweit. Und die andere Seite,
Die wird jetzt dann auch noch fertig gebaut, denn hier fehlen diese ganzen Verkleidungsteile noch. Und da sieht man jetzt auch, wofür diese etwas ja, eigensinnigen gelben Teilchen hier gebraucht werden, die ja eigentlich so aussehen, als würde da noch irgendwie was fehlen. Ja, das sind einfach hier die Noppen, die über diese ja, Platten hier drüber gehen. Und somit kann man dann auch da so versetzt eine Befestigung dann realisieren. Also schön, die haben sich wirklich Gedanken gemacht hier bei Megablocks, wie sie das hier optimal bauen können. Und soweit finde ich die Form auch äußerst gelungen, muss ich wirklich sagen. Also das haben sie gut gemacht, die Jungs oder Mädels oder wer auch immer da gearbeitet hat. Aber auf jeden Fall mache ich jetzt mal hier noch die Seitenverkleidung hier fertig und dann schauen wir nochmal ran. Vielleicht habe ich ja dann auch das fehlende Teil oder die fehlenden Teile von hier vorne gefunden. Drückt mir die Daumen. Vielen Dank fürs Daumen drücken. Die fehlenden Teile sind aufgetaucht. Wunderbar. Können also hier verbaut werden. Aber zuerst schauen wir nochmal rum, denn ja, der Rumpf ist so ziemlich fertig mittlerweile. Wir können sehen, wir haben die kompletten Verkleidungen auch mit diesen großen einzelnen Slopes hier mit den ganzen aufgedruckten Fenstern angebracht. Und es sieht wirklich sehr schön aus. Also finde ich klasse umgesetzt. Die Rundung ist toll getroffen. Sehr, sehr schön. Und von vorne sieht man jetzt auch, wie rund das wirklich ist, das ganze Teil hier. Haben sie gut gemacht und hier vorne geht es dicker los und nach hier hinten fällt es dann immer weiter ab, sodass wir auch diese typische Form bekommen, wo vorne beim Deflektor der dickste Teil ist und hinten bei der Shuttle Bay, bei dem Shuttle Hangar dann das schmalste Teil. Tja, und so sieht es jetzt aus. Einmal die Seite und einmal diese Seite. Wunderbar. Also, das hat richtig Formen angenommen. Hier kommt übrigens später, hier kann man sehen, der Hals der Enterprise durch, der dann mit dem Ständer verbunden wird, mit dem Standfuß. Und dann steht das Ding hier bombenstabil. Aber bisher hat es ja auch immer sehr stabil gestanden beim Bauen durch diese gelben temporären Teile, die hier angebaut waren. Tja, und für die heißt es jetzt Goodbye und Tschüss. Die bauen wir jetzt im nächsten Schritt nochmal ab. Denn danach kommt dann auch hier die letzte Rundung auf der Unterseite dran. Also auch da werden wieder diese kleinen Slopes verbaut werden. Und ja, dann ist auch die Unterseite soweit fertig. Anschließend kommt dann noch der Deflektor. Und dann geht es mit dem Hals weiter. Hier haben wir die temporären Stützteile, die abgebaut wurden. Und hier die majestätische Enterprise in, naja, ungewohnter Pose. Denn, ja, stehen kann sie nicht mehr. Denn untenrum ist jetzt auch alles rund und ja, rundgelutscht verkleidet, könnte man sagen. Also auch hier haben wir die ganzen Slopes angebracht und die Rundung quasi perfektioniert. Und das Ganze auf beiden Seiten. Und wenn ich es mal richtig rumdrehe, werfen wir noch mal einen Blick drauf. So sieht es von der Seite aus. Also, ach, übrigens, ja, die Teile hier abzubekommen, das war eine echte Fummelei. Also ich habe hier noch so einen Teileseparierer gehabt von anderen Sets, denn hier dabei war natürlich keiner, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und naja, es war eine Fummelei. Ich musste teilweise hier diese Paneele an der Seite noch mal abnehmen, aber es ging. Ich habe es hinbekommen. Also so sieht es aus von der Seite, die Rundung nach oben weg. Hier haben wir dann die Aussparungen, wo dann später der Hals durchkommt. Hier vorne haben wir dann auch schon mal das Abschlussstück draufgesetzt, wo dann noch zum Schluss hier auf diese, ja, in diese Technikaufnahme dann der Deflektor reinkommen wird, denke ich mal. Und eben untenrum sieht es dann auch so aus. Also wirklich ein tolles Set, wird immer schöner und es gibt quasi kaum etwas daran auszusetzen. Also da ist wirklich Jammern auf ganz hohem Niveau angesagt. So ein paar Kleinigkeiten gibt es zwar, die mir nicht so 100% gefallen, wie diese wirklich hässlichen Gussnasen hier an den Halterungen für die Warp-Gondeln. Die gefallen mir echt nicht so gut. Aber ansonsten alles sehr schön bisher. Auch die ganzen Drucke, ja, da gibt es auch kaum was auszusetzen. Wie gesagt, hier der kleine rote Strich, der nicht so passt. Aber auf, na, hier kann man sehen, auf der Seite sieht er dafür viel besser aus. Hier haben wir eine kleine Unsauberkeit, noch so ein kleiner Punkt drauf. Ja, es ist nicht perfekt, aber es ist wirklich gut. Macht sehr viel Spaß zu bauen und deswegen hoffe ich, ihr schaut beim nächsten Mal auch wieder zu, wenn es weitergeht mit der Enterprise.